Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Icarus. Genau, genau hier wollten wir sein. So, ich habe mal wieder einen Kommentar bekommen von der lieben Brigitte. Ich habe letztens die Sortierfunktion für die Schränke wieder entdeckt. Das ist eine echt feine Sache und es verschafft einen guten Überblick in den Schränken. Stimmt. Danke für die Erinnerung, weil die Sortierfunktion, die habe ich ja komplett vergessen. Die gab es hier aber nicht mehr, ne? Doch, hier sortieren. Genau. Name, Stapel, Gewicht, ne? Da können wir nämlich hier ordentlich gut sortieren. Und dann ist da auch weniger Probleme. Dankeschön. Das habe ich völlig vergessen gehabt. Jetzt wollte ich aber mal gucken. Ich habe jetzt soweit alles angeschlossen. Ich hätte jetzt gerne auch ja, so langsam dann mal die Wasserpumpe, ne? Was haltet ihr davon? Wasserpumpe? Habe ich die eigentlich schon freigeschaltet? Ja. Das sind 24 Stahlbarren. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben davon keinen einzigen. Oh, was ist das denn hier alles? Naja, legen wir die mal hier kurz mit hin. Gell? Ja. Okay. Super, sauber. Sauber, klasse. Und dann lass uns mal gucken. Das hatten wir ja in. Ach ja, den Bio-Rückstandsreiniger. Den Bio-Rückstandsreiniger. Geformtes Obsidian. 30 mal Platinblech. Ach, der erfordert aber Wasser und Strom. Dann machen wir tatsächlich jetzt erstmal die Wasserpumpe, gell? Ich habe noch 3 Punkte. Ja, das würde ich auch gerne bauen, das Messer. Ich behalte es mal noch im Kopf. Weil die Wasserpumpe, die werden wir wahrscheinlich da hinten irgendwo hinlegen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, warum ich hier so viel Zeug drin habe. Also wir brauchen noch mal, wie viel Stahlbarren? 24 Stahlbarren. Ja, da fehlt mir aber ein bisschen Kohle, ne? Oder Kohle R. Wo habe ich das denn hin? Hatten wir das nicht hier irgendwo? Nee, gell? Sieht nicht danach aus. Okay, dann lass mich mal kurz gucken. Lass mich nochmal ins alte Haus gehen. Ne? Ins alte Haus. Was heißt alte Haus? Eigentlich ist immer noch frisches Haus, ne? Halt. Da wollte ich rein. Ah, das ist schade. Du musst mal wieder ein bisschen Kohle produzieren. Sonst habe ich hier nämlich ein kleines, mächtiges Problem. Könnte aber auch. Ach komm, ich kann auch das mitnehmen, ne? Ja. Deaktivieren wir das mal. Darf ich mal. Nee, warte mal. Hör auf. Hör auf zu produzieren. Hör auf. Ich habe zwar ziemlich viel im Inventar, aber ich glaube, es war irgendwie ein Plan gewesen, weshalb ich das nicht ausgeräumt habe. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal 24 Stahlbarren. Ach, hier. Aber auch nur 7, ne? 24 Stahlbarren. Machen wir mal so. Ach komm, Orkanböhne. Kann doch nicht dein Ernst sein, ne? Doch, ist mein Ernst. Mein voller Ernst. Was brauchen wir hier noch? Für die Wasserpumpe? 4x Platin und 20 Betonmischung. 4x Platin brauchen wir organisches Harz und. Was ist das? 4x Platinen. Passt sogar wunderbar hier rein. Passt super. Nein, das wollte ich eigentlich da reinmachen. Ah ja, guck mal, dann können wir das auch gleich da reinpacken in den schönen Hochofen. So. Machen wir es mal so. Das mal dazwischen schieben. 4x Platinen. Und 20 Betonmischung. Tschum. Na du Emu.
Ach so, was ich euch noch gerne sagen möchte, ich möchte euch schon mal vorab warnen. Wie ihr alle wisst, steht ja Weihnachten vor der Tür. Ist ja nicht mal mehr ein Monat mit Weihnachten. Das heißt für mich, also zur Weihnachtszeit nehme ich keine Aufnahmen auf. Ich werde ab jetzt wieder vorproduzieren. Das heißt, ich gehe jetzt wieder entsprechend in Vorlauf. Und ich glaube, es sind nachher letztendlich 11 Videos, die ich dann weiter im Voraus bin, weil ich bin eine Woche haben wir Urlaub, inzwischen Weihnachten und Silvester, da werde ich auch keine Aufnahmen machen, da werde ich nichts produzieren, und dass ihr dann Bescheid wisst, ne, weil wenn ich dann auf Kommentare reagiere, zieht sich natürlich, ne. Ich werde jetzt gucken, dass ich Stück für Stück immer mal wieder eine Folge mehr mache, dass ich dann am Ende auch über Weihnachten und Silvester genug Folgen zusammen habe und ihr euren Spaß trotzdem habt, ne. Also, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Und euch denn nicht wundert, dass die Kommentare, die ich dann vorlese, immer sehr spät kommen. Nein, ist keine Absicht. Aber auch ich habe mich frei verdient. Aber ich möchte halt nicht, dass die Folgen ausfallen. Deswegen arbeite ich einfach ein bisschen voraus. Ich denke mal, das ist nicht schlimm. Hier kann ich auch nicht mehr viel groß was falsch machen. Ich bin ja sowieso mehr am Rumwerkeln als alles andere. Okay, der Stahl läuft noch. Machen wir das schon mal da rein. Brauchen wir aber noch eine Wasserleitung, ne? 4 Carbonfasern. Warte mal, da brauchen wir noch mal Aluminium. Aluminium. Ich brauche noch mal 4 Carbonfasern. So. Genau. Haben wir das nämlich auch schon mal. Dann machen wir mal das da rein. Das ist nach Stahl, die Carbon. Und dann benötigen wir natürlich für den Asa-Leitung 50 Kupfer, 50 Gold. Okay, 50 Kupfer. Hier. 50 Gold. Haben wir hier. Sauber. Sehr schön. Bin begeistert. Okay. Das da rein, das da rein. Haben wir gleich alles zusammen für meine Wasserpumpe. Das ist schön. Können wir die nämlich auch aufbauen? Ah, die benötigt ja auch Strom, ne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Strom ich hatte. Erfordert 1000. Ermöglicht 1000. Okay. Erfordert 1000. Wie viele haben wir denn da oben drauf? 6 Stück, ne? 6 Stück, ne? Okay. Warte mal. 2,5. 2,5 sind 5. 7,5. Und du. 8 sind 10. Da habe ich 500 übrig. Dann brauchen wir nochmal ein Windrad, ne? Wir brauchen nochmal ein Windrad, meine Lieben. Okay. Oh, Wasserleitung herstellen. Ja, dann brauchen wir nochmal ein Windrad. Also nochmal 8 Platinen. Warte mal, 8 Platinen. Oh, das. Oh, mal. Oh ja, 8 Platinen reicht nochmal aus. 35 Kupfer, 5. Alter, dann brauchen wir nochmal 5 Carbon. 5 Carbon-Pasten. Mist! Passt nicht mehr. Wir brauchen nochmal Baumharz. Warum habe ich hier kein Baumharz drin? Okay, wir müssen nochmal Baumharz machen. Machen wir hier nochmal Baumharz. Komm. Ziehen wir nochmal Baumharz durch. Jawohl. Geht ja ratzfatz hier, ne? Das einmal machen. Und dann brauchen wir hier 5 Stück. Haben wir gemacht. So, 100. Und zack. Ach, der ist so schnell, das Gerät. Das ist Wahnsinn. Okay, dann ziehen wir das da nochmal durch. Das da nochmal drauf. So. Das da rein.
hab noch mal ein bisschen Hunger. Gib mir mal ein bisschen Marmelade. Okay, 25 Aluminium. Machen wir 35 Kupfer, 25 Gold. 35 Kupfer, 25 Gold. So. Ja. Da war jetzt nichts, was wir brauchen. Hier, das brauchen wir. Das ist auch sehr schnell, ne? Ob ich da zwei Stück brauche, das weiß ich auch nicht so ganz. Aluminium, 25... Nein, genau. 25 Aluminium. So. Zack, dann stellen wir uns den mal her. Naja. Ich glaube, das können wir aber auch darüber. Machen wir mal so. Goldwaffen, aber... Bitte erst später. Genau, mach erstmal das Titan bitte durch, ne? Warte mal, da Schwefel rein. Mach mal hier das Oxid mit rein. Das Silizium weiß ich gerade gar nicht, wo ich es brauche. Ah, schön, sauber. Gut, dann lass uns mal gucken gehen. Wir bauen jetzt da oben nochmal ein weiteres Windrad auf. Habe ich noch diese Zäune? Weil irgendwie brauche ich jetzt doch mit ganz schön viel. Aber das kommt, weil ich mich jetzt aufbaue. Nein, wir haben keine Zäune mehr. Wie viel können wir denn machen? 8 Stück. Scheiße. Schade, ne? Ah. 8 Stück. Ich brauche wieder Kupfer. Kupfernägel. Kein Problem. Dann müssen wir demnächst mal Kupfernägel machen. Anstatt Kupferdraht. Aber schon cool. Warum fehlt hier was? Warum fehlt hier was? So, da sind 3 Stück. Hier oben sind 3 Stück. Und wir gehen noch ein weiter hoch. Und setzen hier die Windanlage hin. Okay. Ja, hier oben ist auch schon. Ah, gut. Also ich habe noch gut Platz. Weitere Windräder, bevor da fehlt noch eine Platte. Ja, ja, Bodenplatten. Ach, herrlich. Gut, dann stöpseln wir den mal an. Damit wir natürlich auch die Wasserpumpe entsprechend machen können. Müssen wir einen runter, weil wir den geht nicht so weit runter, okay. So. Haben wir das auch erledigt. Nacht. Es ist Nacht, wir gehen uns kurz ein Nickerchen machen. Da ist ein Dreck da unten. Ja, die Wasserpumpe muss ja direkt im Wasser sein, ne? Ja, muss im Wasser platziert werden. Dann... Eine gute Frage. Ich glaube, die werde ich dann hier hinpacken. Und dann werden wir die mal
mit oben versorgen. Geht ja hier unten durch. Okay, verbinden wir die mal. Damit die auch mit Strom versorgt wird. Und dann holen wir schon mal das Kabel nach oben. Machen wir auch mal hier hin. Werden wir mal hier die Platten wieder setzen. Und dann gucken wir mal, was wir dann entsprechend bauen wollten. Ah ja, genau, stimmt. Moment, die Glaswerkbank. Dann kann ich doch da schon mal ein bisschen weitermachen. Ah, ja. Doch, die Glaswerkbank. Ziehen wir hier mal rüber. Wir machen das mal so. Baue ich das mal da oben ran. Damit wir das beim Abbauen wieder finden. Glaswerkbank ist angeschlossen, ne? Also immer hab ich doch jetzt angeschlossen. Ja, bin. Bist du doch. Finde den Fehler. Ah. Da ist der Fehler. Jetzt. Jetzt höre ich sie. Ja, biete 1000, bin nur die 1000. Alles klar. Finde den Fehler. Fehler gefunden. So, und jetzt können wir mit Glas Wände machen. Machen wir auch glatt, ne? Nur. So, was brauche ich denn dafür? Glaswand brauche ich Eisenbarren und Epoxid. Aber keine Nägel. Und keine Steine. Weiß gar nicht, warum die Steine hier drin sind. Ah, weil ich voll bin. Voll bis oben hin. Ja, warte. Halt, packen wir mal da drüben rein. Die Nägel und so. Eisenbarren und Epoxid. Oh, Epoxid. Boah. So ein Schlabber, die Schlotz aber auch. Gib mir mal. Ja, wir müssen da jetzt mal. Ein bisschen was machen. Wir brauchen noch mal jede Menge mehr Epoxid. Oh, jetzt hatte ich einen kleinen Hänger und komme nicht mehr hoch. Aber gut, die Glaswerkstatt ist schon mal angebaut. Wird dunkel wieder, hier werde ich auch Lampen anbauen. Hier, dann machen wir mal das und das. Und noch mal. Ziehst du nämlich jetzt da mal ordentlich was durch. Aber wir brauchen ein paar Wände. Gut, hier hinten jetzt vielleicht eher weniger, weil da an der Seite, das würde dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beziehungsweise hier will ich eigentlich nochmal abreißen.
Damit das hier nicht ganz so... Na, das kommt nochmal ein Stück zurück hier, ne? Also ein paar Wände sind schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, so 14 Wände. Ja, machen wir mal so. 90er Pack wieder dazwischen machen. Und Eisenbarren, ne? Und Eisenbarren braucht ein paar. Also machen wir mal jetzt 14, ne? 14 hatte ich gesagt. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, 14 habe ich gesagt. Gut, nehmen wir das mal mit. Und dann gucken wir mal, ob das ausreicht für 14 von diesen Glaswänden. Ja. Sauber. 7. Warum nur 7? Ah, ein Glas. Ich brauche nochmal Glas. Okay, warte mal, das schmeißen wir, glaube ich, hier. Da hast noch mal. Machen wir noch mal so ein Zweierpack. Ja. Komm, machen wir noch mal so. Und Wasser muss da rein, ne? Für die Lehmziegel. Machen wir das einfach mal runter. Dann hauen wir da mal das Wasser rein. Machen wir nämlich jetzt erstmal die Gläser fertig. So. Oh, einen können wir schon mal machen wieder. Guck mal, 8 Stück haben wir. Lass uns das mal austauschen. Mal gucken, wie das überhaupt aussieht. Ja. Geilomatico. Okay, wir müssen nochmal hier die Tür wegmachen. Weil das etwas weiter nach hinten kommt. So. Ach Quatsch, hier war ja... Nee, kann ja eine Einzeltür lassen, ne? Ich glaube, eine Einzeltür ist besser. Kein Platz mehr. Okay, so, das müssen wir austauschen. In Aluminium, nein, wo ist mein Glas? Glas da. Na? Oh ja, guck mal, das hat ein bisschen ein Flair davon, ne? Okay. Das sieht doch schon ganz gut aus. Das ist doch schon ganz gut. Jetzt möchte ich aber auch noch ein paar Pfosten mitnehmen. Ne? Hier lasse ich noch offen, weil, ja, da muss ich wahrscheinlich, weißt du was, wir machen das jetzt ganz einfach. Ich mache hier eine Tür rein. Die Tür ist falsch rum. So, die ist nämlich auch falsch rum. So, haben wir nämlich hier eine Holztür. Könnt ihr jetzt mal da weggehen? Passt das noch, wenn ich jetzt da... Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Egal. Das passt. So, das heißt,
brauche ich noch? 3, ne? Ich glaube, das waren jetzt noch 3. Oh, kein Epoxid mehr. Ah, verdammt. Kein Epoxid mehr. Nehme ich aber das schon mal mit. Kein Epoxid. Na, dann gucken wir mal zu Hause, ob wir da noch mal ein bisschen was machen können. Vor allem, dieses Glas ist ja jetzt sehr bruchsicher. Und ist es wirklich so? 1, 2... 3, 4, 5, 6. 6. Hört sich gut an. Und dann kommen hier noch die Holzpfosten ran. So. Sieht ganz gut aus, ne? Ja, wir legen. Zack, zack. Ja, das muss ich jetzt mal ausprobieren. So oder so. Ich lasse das mal. Ich bin noch unentschlossen. Ich lasse das mal jetzt noch so. Warum kein Epoxid mehr? Weil ich keinen Schwefel mehr habe. Und Schwefel habe ich natürlich hier das nächste. Ich muss einen Schwefel abbauen. Vorkommen. Warte. Brauch mal Eisenbarren. Das da. Und was war das jetzt noch? Von innen sieht gut aus, ne? Ich glaube, das dazwischen, das lasse ich weg. Ja, das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Warte mal. Jetzt kriege ich natürlich das nicht mit. So, mal mit. Denn das da rein. So. Okay. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 6, ne? 6 waren das jetzt noch. Ja, damit ich da weiterkomme. Ja, mal gucken, ne? Ach, dem fehlt noch mehr Glas. Noch allerhand Glas. Warte, machen wir das so. Drei Stück. Ja, da braucht schon eine Menge Glas, ne? Hier, ne? Also, muss ich schon sagen, 20 Glas für einen so ein Teil. Boah. Oh. Ja, da kann ich aber gleich nochmal ordentlich Silizium nochmal machen lassen. Wir wollen ja auch erstmal noch ein Gewächshaus bauen. Machen wir das so. Okay. Wasserpumpe läuft. Benti, wie geht's dir? Mit dir ist alles in Ordnung. Heute ist mal wieder neue Karotten. Alles klar. Machen wir dann beim nächsten. Gut. Gut, gut. Dann sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Tschüss.